Trügerische Idylle im Berliner Stadtteil Spandau. Hier lebt Karl-Heinz Kurras, Stasi-Agent AD. Die Enthüllungen über seine Vergangenheit haben ihm angeblich schwer zugesetzt. Der Todesschütze von Benno Ohnesorg klagt über die vergangenen Tage. Gesundheitlich bin ich angeschlagen, nicht, wie man sagt. Ja. Mit Nebenwirkungen. Nicht? Was heißt das, Nebenwirkungen? Ja, was heißt Nebenwirkungen? Nicht wahr? Kreislaufstörungen, nicht? Sprechstörungen. Ja. Schwindelgefühl, das ist das Schlimmste, nicht wahr? Ja, im Kopf und im Druck. Hoppla. Für die anstehenden Feiertage will der Rentner trotzdem schick sein. Ein Friseurtermin steht an. Der ehemalige Top-Agent des MFS achtete schon immer auf sein Äußeres. Hier im Jahre 1967 mit Ehefrau zu sehen. Dem Doppelverdiener schien es damals recht gut zu gehen. Knapp 4 Wochen nach dem Todesschuss auf Ohnesorg posiert er auf einem Hochspannungsmast, gut gelaunt, als sei nichts gewesen. Reflexion ist seine Sache nicht, das gilt nach wie vor. Die können Fragen stellen, aber die ich nicht beantworte. Nicht? So benehmen sich Stasi-Leute, wie sie sich zeigen, Mann. Aber Sie waren doch selbst Stasi-Mann. Ja, aber so haben wir uns nicht benommen. Sie treiben es nie auf die Spitze. Ich habe einen Rollkommando am Rücken. Die frisuren euch den Arsch so, dass die Charité Arbeit hat. Der bekennende Waffener wurde wegen seines zackigen Auftretens früher Gendarm genannt. So, kommen Sie mal rein, dann fliegen Sie raus hier. Sag ich nur Hausfriedensbruch. So. Er war ein Spion, der alle täuschen konnte. Wichtige Voraussetzung für die sogenannte Westarbeit bei der Stasi. Man befürchtete natürlich, dass es Spione gab. Es gab ja, hat ja auch vorher schon einige spektakuläre Fälle gegeben, in denen dann Spione der DDR aufgeflogen waren. Dass das MFS aber im Westen insgesamt so erfolgreich war, so viele Agenten führen konnte, das Telefonnetz partiell abgehört hat, das hat man sich in dieser Detailtreue nicht vorstellen können. Man hat sich auch sicher nicht gedacht, dass sich Berliner Polizeibeamte, die durchaus Karriere machen, an der SED andienen und dort Mitglied werden. Wunderbar, wie die Stasi wird hier arbeiten. An der Erforschung der Wahrheit wären auch Kurras ehemalige Kollegen bei der Westberliner Polizei interessiert. Versuch einer Nachfrage über Ideologie und Werte. Waren Sie eigentlich überzeugter Kommunist? Herr Kurras, sind Sie aus Überzeugung zur Stasi gegangen? Ich beantworte doch keine Fragen, Mensch. Wissen Sie. Und wie haben Sie sich damals gefühlt, als Sie Polizeikollegen bespitzelt haben? Ich beantworte keine Fragen. Nicht? Aber Sie haben ja jetzt jahrelang in die Westberliner Polizei auch ausspioniert, also auch Kollegen, oder? Weiß ich nicht. Das müssen Sie ja besser wissen. Nicht? So, nur weg von hier. Karl-Heinz Kurras scheint nichts zur Aufklärung der Vergangenheit beitragen zu wollen, auch nach 42 Jahren nicht.